Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, aber wir diskutieren hier, Kollege Schrodi, nicht darum, warum Sie in dem Verfassungsbericht des Bayerischen Verfassungsamtes stehen, sondern wir diskutieren gerade über einen Antrag der Linken, der die gesamte AO aufreißen will in einem Punkt, in dem wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass dies an dieser Stelle sicherlich nicht der Fall ist. Es gibt im Verfassungsschutz keine Unterscheidung zwischen Linksextremismus und Rechtsextremismus. Die extremistischen Organisationen, die erwähnt sind, können nicht gemeinnützig sein. Und ich glaube, hier besteht in diesem Haus Einigkeit, dass dies auch nicht der Fall sein kann. Diese Vermutung ist widerlegbar. Und wie Kollege Schrodi auch gerade ausgeführt hat, kann sie ja auch bei jedem Verfahren widerlegt werden. Aber daran, an der Grundsätzlichkeit etwas zu ändern, wäre absolut katastrophal. Und gerade auch wenn man mal den Blick auf die rechte Seite nimmt. Der Kollege hat ja viele linke Organisationen aufgezeigt, die im Verfassungsschutz berichtet werden. Aber er hat leider vergessen zu erwähnen, dass es ganz viel mehr noch gibt, die von der rechten Seite kommen und ebenfalls unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen. Wollen wir denen alle Gemeinnützigkeit geben? Ganz sicherlich nicht. Und meine lieben Kollegen von der Linken, und da gebe ich dem Kollegen Brehm vollkommen recht. Der heutige Tag ist, glaube ich, der völlig verkehrte Zeitpunkt, einen solchen Antrag einzubringen. Wir diskutieren hier seit Anfang Januar über rechtsextremistische Gewalttaten. Wir diskutieren über Extremismus hin und her. Und Sie wollen jetzt einen Antrag einbringen, der Gemeinnützigkeit für extremistische Vereinigungen möglich macht. Und ich glaube, da fehlt schon ein wenig Fingerspitzengefühl, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Nicht nur das, habe ich es muss sagen. Letzte Woche haben wir als letzten Tagesordnungspunkt in der Sitzung gehabt die Einschätzung, wie die Linken zur Demokratie stehen. Heute diskutieren wir noch mal diesen Antrag. Ich finde es wirklich sehr bemerkbar, genau vor dem Hintergrund Ihres Bundesvorsitzenden. Strategiedebatte, genau dieses, zur Strategiedebatte, die Aktuelle Stunde, sehr bedachtlich, dass wir das heute noch mal diskutieren, wo hier noch mal gezeigt wird, Ihre Einstellung zum Bundesnachrichtendienst, zu den Gremien, die unsere Verfassung schützen. Ich glaube, es ist nicht mehr zu sagen, wir werden diesen Antrag ablehnen. Und wir freuen uns aber darauf, wenn wir mal wieder Gemeinnützigkeit dafür diskutieren können und freuen uns auf den Gesetzentwurf der Bundesregierung, der uns jetzt ja schon mehrfach angekündigt worden ist, dass es eine richtige Reform des Gemeinnützigkeitsrechts geben kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin ist die Kollegin Lisa Paus, Bündnis 90 Die Grünen.